Der Titel ist eins der wichtigsten Merkmale auf einem Marktplatz, um gefunden zu werden. Deshalb möchte ich dir in diesem Video zeigen, wie du deinen Titel SEO bei eBay optimieren kannst. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren Themen wie E-Commerce, Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay und die Selbstständigkeit, dann abonniere gerne den Kanal, aktiviere die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wie immer zeige ich euch das Ganze an meinem Notebook. Lass uns loslegen. Ja, Freunde, heute soll es um das Titel SEO von eBay gehen. Und wir schauen uns gleich mal an, anhand auch ein paar Beispiele, die ich euch zeige, wie am besten und optimiert ein Titel aussehen kann. Und dazu vorab gesagt, ihr müsst euch immer in die Lage versetzen, ja. Wie wähle ich einen Titel? Ja? Versetzt euch in die Lage nach Suchbegriffen, die ihr selber suchen würdet bei einem Artikel. Vermeidet irgendwelche Ziffern, zu viele Modellbezeichnungen bzw. Modellnummern und so weiter. Natürlich muss man abwägen, es gibt verschiedene Artikel, wie zum Beispiel so ein Notebook. Natürlich sind da Zahlen wichtig, damit der Käufer, der das sucht, auch weiß, worum es sich geht. Oder so ein Ersatzteil, so ein Turbolader. Hier ist es auch wichtig, dass das Modell passt, damit der Käufer genau das exakte Produkt bekommt, was er natürlich auch sucht. Aber ich sag mal so, ganz einfache Produkte, wie zum Beispiel eine Küchenwaage, da ist es zum Beispiel nicht wichtig, irgendwelche Ziffern oder sonst was, eine Modellnummer brauchen wir hier nicht wissen, ja. Da ist es wichtig, dass man wirklich qualitative Keywords benutzt, die man in dem Falle auch hier getan hat. Und deshalb sind die Anzeigen auch ganz oben positioniert, wobei man darauf achten muss, viele sind natürlich mit Anzeigen versehen. Anzeige heißt, es wurde eine eBay-Anzeige geschaltet, die zusätzlich Geld kostet beim Verkauf. Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, habe ich hier oben für dich ein Video fertiggestellt, wo du erfahren kannst, wie du dich nach ganz oben positionieren kannst. Kostet natürlich Geld, aber alles weitere in diesem Video. Schauen wir uns mal ein Angebot an, was jetzt nicht unbedingt mit Anzeigen gepusht ist nach oben. Und wir sehen hier an fünfter Stelle haben wir hier eine Küchenwaage, digital aus Glas. Und der Herr hat schon hier einige verkauft. Und den nehmen wir hier mal auch als Beispiel. Hat 68 Stück verkauft, also da ist definitiv noch Potenzial, sehe ich. Aber er hat diese, ja, in 2 Monaten hat er 68 Stück verkauft. Was recht gut ist für diesen Produkt. Und gucken wir mal an, wie gut er sein SEO gemacht hat. Also wir sehen ja schon mal hier Küchenwaage, digital, Glas, schwarz, Feinwaage, Haushaltswaage, Waage bis 5 Kilogramm, Sepson. Sepson ist wohl sein Private Label. Dazu habe ich auch gleich eine Anmerkung, worauf ihr da achten solltet. So, und zuerst einmal gesagt ist bei der Artikelbezeichnung, sagt man, umso mehr Wörter ihr benutzt, umso besser, beziehungsweise umso mehr ihr den Platz ausnutzt von 80 Zeichen. Ihr seht hier, wir haben 80 Zeichen zur Verfügung. Und wenn wir hier mal das einfügen von dem Verkäufer, dann sehen wir, er hat bis auf 2 Zeichen alles vollkommen ausgenutzt. Und das ist auch wichtig so, ja. Das ist sehr gut so. Wie viele Wörter hat er? Er hat 6 Wörter, nee, 3, 6, 7 Wörter und ein paar Merkmale, wie zum Beispiel hier drauf hingewiesen, dass diese Waage bis 5 Kilogramm ist, ja. So ein Wort bis muss man nicht unbedingt benutzen, kann man aber, ja, liest sich gut. Was hat er noch gemacht? Er hat die relevantesten Wörter ganz nach vorne genommen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja? Das heißt, wenn jemand nach einer Küchenwaage sucht, wird er wohl ganz, ganz oben angezeigt, was er ja hier auch an 5. Stelle tut, ohne eine Anzeige. Ja? Dann das nächste hat er digital verwendet, Glas. Okay, wenn jemand nach Glas sucht, nach einer Glaswaage, dann ist es auch optimal. Schwarz, das Wort schwarz würde ich jetzt nicht an diese Position setzen. Ich würde lieber die Feinwaage, die Haushaltswaage und auch die Waage davor setzen und das Schwarz vielleicht dahinter. Ja?
Farben sind wichtig, weil viele Kunden suchen natürlich nach Farben, aber nicht so wichtig wie bei einer Waage. Ja, bei einer Waage kann erstmal die Farbe eine zweitrangige Rolle spielen. Und in dem Fall tut sie das auch. Ja. Er verkauft nur schwarze Waagen. Okay, es gibt welche mit Auswahl. Da kann man natürlich verschiedene Farben dazu nehmen. Aber in dem Fall hat er jetzt Schwarz damit reingenommen. Okay, würde ich aber nicht an diese Position setzen. Des Weiteren, wie viele Keywords wäre optimal zu verwenden? Optimal sagt man 6 bis 10 Keywords. Das hat er hier auch getan. Damit wird er das beste Ergebnis erzielen, was er es auch tut. Und wie schon gesagt, die relevantesten Suchbegriffe, was der Kunde suchen würde, immer ganz nach vorne. In dem Fall würde jetzt der ein oder andere sagen, ja, aber Waage sucht doch bestimmt jeder. Ja, aber in der Regel sucht man wirklich schon spezielle Wagen, weil wenn man nur Waage eingibt, da gibt es ja zig verschiedene Wagen. Und wenn ein Kunde jetzt eine Waage für die Küche sucht, dann wird er sicherlich Küchenwaage eingeben. Wenn er eine Feinwaage sucht für leichte Gewichte, dann wird er Feinwaage eingeben. Hat er hier auch verwendet. Haushaltswaage optimal. Also da wirklich von den Keywords her hat er echt sich hier Gedanken gemacht. Und das solltet ihr auch für euer Produkt anwenden. Versucht euch in die Lage des Kunden zu versetzen, wonach würdet ihr suchen, und dann positioniert ihr die Keywords in eurer Artikelbeschreibung und dann halt von der Relevanz die ganz nach vorne und die nicht so relevant sind wie Farbe oder zum Beispiel hier bis wie viel Kilo die ausgelegt ist, weiter nach hinten. So, des Weiteren kommen wir jetzt zu dem Markennamen. Habt ihr jetzt ein Produkt, was einen sehr bekannten Markennamen hat? Ja, bei einer Küchenwaage zum Beispiel WMF, würde ich selbstverständlich mit in die Artikelbezeichnung nehmen, und zwar ganz nach vorne, ja, weil das schafft für den Kunden Vertrauen. Er weiß, er kennt diese Marke, er kann sagen, okay, WMF, okay, nehme ich, perfekt, der Markenname hat sich auf dem Markt bewährt. Habt ihr jetzt aber ein Private Label, dann würde ich den Namen fast schon gar nicht in der Artikelbezeichnung verwenden, es sei denn, ihr habt jetzt Platz. Was er ja auch gemacht hat hier, Sepson hat er seinen Markennamen genannt. Muss aber nicht sein, ja, weil er eine zweitrangige Rolle spielt. Niemand kennt dich, es sei denn, du hast dich schon so gut auf dem Markt positioniert, dass du hier deinen Markennamen nennen kannst, ja. Wenn der Käufer natürlich dich schon kennt, dann würde ich das mit aufnehmen. Aber wenn du noch keinen so guten Bekanntheitsgrad hast, dann würde ich auch das nicht an die erste Position nehmen wie bei einem Markennamen WMF, sondern wie er es gemacht hat, nach ganz hinten. Ist also völlig in Ordnung. So, des Weiteren, was viele machen, ist in der Artikelbeschreibung den Namen oder die Bezeichnung neu. Ja. Das meiste, was bei eBay derzeit verkauft wird, sind wirklich Neuartikel. Da braucht man nicht extra darauf hinweisen, es handelt sich um einen neuen Artikel. Ja? Da geht der Kunde schon fast von aus. Und wenn wir mal hier anschauen, hier, da steht brandneu. Also im Endeffekt nennt das eBay schon selbst, dass es brandneu ist. Wenn wir hier eine gebrauchte Waage, vielleicht finden wir jetzt mal schnell eine haben, dann wird da sicherlich auch gebraucht stehen. Deshalb. Das braucht ihr nicht extra im Titel erwähnen. So, dann Kürzel in der Artikelbezeichnung. Das heißt, irgendwelche kurzen Wörter wie zum Beispiel KG, also steht für Kilogramm. Ja? Natürlich würde man das ausschreiben, würde es sehr viel an Kapazität fressen. Deshalb kürzt man das hier ab. Aber wenn ich das hier sehe, digitale LCD, elektronische Küchenwaage. Also ganz ehrlich, ich würde nie nach einer LCD-Küchenwaage suchen. Ja? Deshalb lasst das sein, wenn es solche unrelevanten Sachen wie LCD-Display ist. Ja? Bei Fernsehern macht das durchaus Sinn, LCD dazu zu schreiben, aber nicht bei einer Küchenwaage. Deshalb, das kann wirklich hier weggelassen werden, und da solltet ihr, wie gesagt, darauf achten, dass ihr nicht relevante Kürzel nicht benutzt. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, und zwar der Untertitel. Der Untertitel ist auch statistisch gesehen sehr gut für eine gute Positionierung und für gute Verkäufe. Ja. Leider Gottes kostet der Untertitel natürlich hier eine kleine Gebühr.
Was ich jedoch in manchen Fällen durchaus in Kauf nehmen würde. Ja? Also bei der Kategorie kostet das hier 1,74 € und das ist aber ein einmaliger Preis. Ja? Ihr macht diese Anzeige und ihr habt vor, da tausende Stück zu verkaufen von diesem Artikel, dann könnt ihr wohl die 1,74 € in Kauf nehmen. Und statistisch gesehen ist der Untertitel wirklich gut zum besseren Verkauf. Und wenn wir das hier mal anschauen, wer hat hier einen Untertitel verwendet? So gut wie keiner, außer hier. Der hat zum Beispiel verwendet. Na, wen haben wir hier noch? Okay, der hat das verwendet. Der natürlich jetzt nicht optimal ist. Also wir gucken uns nochmal den Untertitel hier an. Und zwar Edelstahl, Wiegeplatte, Terafunktion, 180 Sekunden aus. Also solche Dinge interessieren mich als Käufer gar nicht. Ja? Was haben wir hier noch? Also wenn ihr einen Untertitel schon wählt, dann versucht es so gut wie möglich zu machen. Der hat das ziemlich gut gemacht, inklusive zwei Batterien. Okay, ich als Kunde weiß sofort, oh, ich kriege ja zwei Batterien mit dazu. Das ist hier in der normalen Artikelbeschreibung nicht erwähnt. Dann wieder LCD-Display. Okay, hier in einem Untertitel kann man das wohl erwähnen. Und Überlastungsanzeige. Ja, auch gut. Ja, vielleicht sehr informativ für den Kunden. Also so als Untertitel würde ich das auf jeden Fall nennen. Viele machen als Untertitel, dass sie sagen, ja, schneller Versand, dies, das. Kann man auch, würde ich aber einfach mal ausprobieren, ob es sich lohnt oder nicht. Das sind also die Punkte, wo ihr drauf achten solltet bei eurer Artikelbezeichnung, bei eurem Titel. Also nochmal zusammengefasst. Artikelbezeichnung nutzt die 80 Zeichen aus, die ihr zur Verfügung habt. Versucht, so qualitative Keywords und Suchbegriffe wie möglich zu wählen. Versucht, 6 bis 10 Keywords zu wählen, also nutzt den Platz auch aus. Relevante Keywords immer ganz nach vorne. Wichtig. Markennamen, ist es jetzt ein bekannter Markenname, nutzt den und setzt ihn ganz nach vorne. Ist es ein Private Label, würde ich an eurer Stelle diesen nicht erwähnen, beziehungsweise wenn, dann nur in den Artikel Merkmalen. Nutzt das Wörtchen neu nicht in der Artikelbezeichnung und vermeidet Kürzel. Nutzt den Untertitel, probiert aus, ob ihr damit mehr Verkäufe erzielt oder nicht. Ihr könnt das einfach mal ausprobieren. Soweit zu der Artikelbezeichnung und zu dem Titel SEO von eBay. Ich hoffe, das Video war für dich hilfreich und du konntest hier draus was mitnehmen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und Mehrwert geboten hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst. Und solltest du diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann abonniere gerne diesen Kanal. Ich möchte in Zukunft noch mehr solcher Videos hier auf diesem Kanal veröffentlichen, so dass du hier optimal aufgestellt bist für die Marktplätze Amazon und eBay. Deshalb abonniere diesen Kanal, drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Schau dir gerne auch meine anderen Videos an. Bis dahin sage ich viel Erfolg beim Verkaufen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.